Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Als erstes, habe ich nämlich im letzten Video vergessen, wünsche ich euch allen einen guten Start ins Jahr 2022. Bleibt gesund und ich hoffe für uns alle, dass das Jahr entspannter und ruhiger und nicht so verrückt wird wie das letzte Jahr. Also uns allen ein cooles 2022. Ja, heute ziehen unsere Dexter-Rinder um. Geplant war das für übermorgen, da sich aber sehr nette Menschen darüber Gedanken gemacht haben, wie schlecht es unseren Rindern in der Wiese geht und das nicht gut finden, wie die Rinder da stehen, gehe ich jetzt einmal mit euch nach vorne, zeige euch, wie die aktuelle Situation bei den Rindern ist. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, uns ist das selber schon die ganze Zeit so richtig auf die Nerven gegangen. Die Wiese ist ja nun wirklich nicht gut. Im Video Schlammschlag bei den Dexter-Rindern habt ihr das ja schon gesehen. Da war ich ja mit euch schon vorne. Und ganz ehrlich, die Situation hat sich nicht verbessert, weil es die letzten Tage nur geregnet hat. Gestern und heute war gutes Wetter. Da haben wir dann das Ganze so ein bisschen trocknen lassen. Die Futterraufe ist leer. Das kommt uns auch noch ganz gut aus. Und jetzt haben wir die hintere Wiese fertig gemacht, das zeige ich euch gleich. Also unser Winterquartier ist jetzt soweit durch. Den Unterstand räume ich heute Nachmittag und morgen leer. Und dann sind die jetzt erstmal am Haus, haben noch eine grüne Wiese, haben ein bisschen Heu drin und sind dann, glaube ich, für den Winter gut untergebracht. Ich habe natürlich jetzt heute den richtigen Tag erwischt mit schönem Sonnenschein. Wenn das hier so richtig bewölkt ist und vielleicht auch noch ein bisschen nebelig und nieselig, dann sieht das hier schon echt übel aus. Das ist so, das brauchen wir nicht schönreden. Man sieht so gut wie kein Gras mehr, weil die Rinder natürlich jetzt auch alles kaputt getrampelt haben. Aber am Ende lässt sich das bei ganzjähriger Weidehaltung dann nicht so wirklich abstellen. Also die Pfützen, die hier drin waren, sind zum großen Teil weg. Ein paar sieht man noch, hier vorne so eine Senke, wo Matsche liegt. Also von daher ist das nicht besonders schön, da bin ich dabei. Aber ganzjährige Weidehaltung ist im Prinzip am Ende genau das. Die meisten von euch wissen ja eh Bescheid. Von da hinten kommen die Rinder hier über die Wiese und laufen dann hier entlang auf den Hof. Wäre jetzt für uns eigentlich auch nicht so wirklich aufregend, weil das ist Pillepalle. Die kennen den Weg und die wissen gleich genau, wo es hergeht. Die Antonella, die ist ja hier schon seit 2017, 5 Jahre. Die weiß genau, wo sie her muss. Die anderen nicht. Und das Interessante heute ist, wir haben ja die beiden neuen Kühe mit dem Kälbchen dabei. Und das wird spannend, ob die sich jetzt mit den anderen anschließen und einfach mit rüberlaufen. Oder ob das gleich ein Riesendrama wird. Die Mädels sind hinten am Schrein, weil ich da gerade gewesen bin. Die Raufe ist natürlich leer, die Unzufriedenheit ist groß. Aber dann kriegen wir sie, weil sie wissen, es gibt jetzt was Neues, in jedem Fall schnell in die richtige Richtung. Und dann geht's hier in die Wiese. Hier ist der Boden richtig gut fest. Ich meine, die Zufahrt zur Wiese haben wir ja vor 2 Jahren einmal neu gemacht. Das ist jetzt richtig befestigt, da ist Rindenmulch drauf, unten drunter ist eine dicke Schotterschicht. Das ist soweit alles gut. Der Unterstand, den haben wir eingestreut, da ist eine Betonplatte drunter. Die, die unseren Kanal regelmäßig sehen, die kennen auch diesen kleinen Unterstand, wo die Futterraufe drin steht. Ich habe da hinten noch 3 von unseren kleinen Rundballen hingeschmissen, weil für die Esel und die Ponys können wir die nicht verwenden. Die sind viel zu feucht und unsere Esel kriegen da Durchfall von. Die können das gar nicht vertragen. Also nehmen wir es natürlich nicht für die Esel. Die kriegen jetzt hier Heu, ganz normal, die Ponys auch. Und die Siloballen, diese kleinen Dinger, die verfüttern wir jetzt zwischendurch mal an die Rinder. Wir haben jetzt, glaube ich, vorne noch 6 Stück, glaube ich, liegen. Und wenn die weg sind, dann hat sich das damit auch erledigt. Werden wir im nächsten Jahr auch wahrscheinlich nicht mehr machen, weil Diana kann die nicht tragen. Da hatten wir eigentlich gedacht, das wäre das Richtige als Alternative für einen normalen Handballen, für so einen Hochdruckballen. Das funktioniert aber leider nicht. Und deswegen schauen wir mal, wie wir es im nächsten Jahr machen. Für die Rinder brauchen wir eh die großen Ballen. Mit dem kleinen Spielkram, die lachen sich kaputt. Wir haben gestern Abend, weil die Raufe leer war und wir die nicht mehr voll machen wollten, mal 6 Ballen rübergeschmissen. 6 oder 7? 7, glaube ich. Ja, da baut morgen nichts mehr von da. Die inhalieren das sozusagen weg. Also, die Fläche hier ist vorbereitet. Den Zaun haben wir an allen Stellen nochmal nachgeguckt. Hier rechts haben wir die untere Litze erneuert,
weil die schon arg in Mitleidenschaft gezogen war. Auf der linken Seite hier genau das gleiche. Hinten verkopft der Zaun, der war in Ordnung. Wir haben jetzt alles freigeschnitten, freigemacht, sauber gemacht, nachgeguckt, dass das alles vernünftig in den Isolatoren hängt. Unsere altbewährte Treibemethode setzen wir wieder ein. Diana steht am Hof und ruft. Und ich stehe da hinten und scheuche. Nein, also die wissen schon, was kommt. Ich war gerade schon da und habe hier abgesteckt. Ich weiß nicht, könnt das im Hintergrund sehen. Da haben wir eine Litze gespannt. Die ist mehr Alibi, aber dann wissen die, in welche Richtung es geht. Und ja, dann können die jetzt Vollgas geben und hier Richtung Hof marschieren. Und ja, dann wollen wir mal sehen, wie das jetzt klappt. Beim letzten Mal sind die ja schneller als Rennpferde auf der Weide gewesen. Jetzt hoffen wir, dass sie schneller als Rennpferde dann auch zu Hause sind. So, weiter. Los, hopp, hopp, hopp. Antonella, lauf. Na, lauf. Na, lauf, komm. Na, los, komm, komm, komm. Alle los. Lotti. Lauf, ruf schnell. Lauf schnell. Na, es hat gut geklappt. Links sind welche unterwegs, die da nicht hingehören. Falsche Seite vom Zaun würde ich das mal nennen. So, das sieht erstmal gut aus. Ich hoffe, dass Diana die jetzt auf den Hof bekommt. Da müssen sie jetzt hin. Stopp, 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 stopp. Umdrehen. Umdrehen. Umdrehen, los. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Lotti Karotti. Scheiße. Egal. Erstmal die nach hinten, die da sind, den Rest kriegen wir gleich. Komm. Hopp. Jetzt rennen die alle darüber, Schatz. Jetzt rennen die alle darüber. Jetzt sind sie alle weg. Aus der Rubrik Pleiten, Pech und Pannen. Das war mein Satz mit X. Das war wohl nix. Also, die ersten drei sind durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob man das auf meinen wilden Videos sehen kann. Ich werde mir das gleich mal anschauen, was ich da so genau gefilmt habe. Also, schnell erzählt. Lotti, Lotta und Karl Lotta sind unter der Stromlitze durch, die ja alibimäßig keinen Strom hatte. Und dann hat das Kälbchen gedacht, das kann ich auch. Dann hat die Mama vom Kälbchen gedacht, das kann ich auch. Und auf einmal hatten wir drei Kühe in der neuen Weide und die restlichen liefen hier auf der großen Wiese umher. Dann haben wir es erst zu zweit versucht, könnt ihr knicken. Dann haben wir es zu dritt versucht, könnt ihr noch mehr knicken. Und dann waren wir hinterher zu sechst. Wir hatten zum Glück ein paar nette Mädels vom Reiterhof nebenan, die uns dann geholfen haben, die aus der großen Wiese in die Wiese zu treiben, wo sie jetzt stehen. Ach, was ein Glück, fertig. Ja, ich habe gedacht, wie immer, Antonella rennt vor. Aber was ich nicht bedacht habe, Antonella ist nicht mehr die Chefin. Früher war die Antonella die Chefin und ist losgelaufen und alle hinterher. Jetzt ist Theresa die Chefin. Und die hat gedacht, nö, gucken wir mal. Ich muss mal gleich sichten, was ich für tolles Filmmaterial von diesem missglückten Versuch habe. Am Ende sind sie jetzt ja doch da gelandet, wo sie hin sollten, nämlich in der neuen Fläche. Ich bin jetzt auf dem Weg und hole das Stromgerät, weil hinten auf dem Zaun ist jetzt noch kein Strom. Ganz schön außer Atem, weil, ich zeige euch jetzt mal die Fläche, wo die rumgelaufen sind, ist nicht mal eben um die Ecke. Bis da vorne am Waldstück waren die. Zum Glück lief da ein Spaziergänger mit seinem Hund her. Der hat dann erstmal die Straße dicht gemacht. Und wir haben die dann über dieses kleine Stück bis da hinten zum Hof gescheucht. Da wird jetzt nichts rausgeschnitten. Und da wird auch nichts schön geredet. Die Bande ist uns abgehauen. Ich werd verrückt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut, passiert schon mal. Und was sollen wir machen? Nix machen wir. Jetzt ehrlich, die Fläche ist gar nicht so matschig, wie das aussieht. Das ist hier natürlich alles nicht mehr grün. Da machen wir uns nichts vor. Aber hier hinten, wo ich laufe, ist das reine Erde. Also nichts mit Matsche. Wir werden also, wie wir das schon mal gemacht haben, habe ich in einem Video mal gezeigt, mit dem Düngerstreuer nachgesät. Das hat super funktioniert. Bei uns in der Sträubiswiese ist die Grasnarbe gut nachgewachsen, richtig gut nachgewachsen. Und das werden wir jetzt hier vorne auch machen. Und wenn dann nachgesät ist, dann lasse ich das ein bisschen liegen. Und dann
kommt da irgendwann nochmal eine Schicht Mist drüber, ganz dünn, dass er so ein bisschen Nährstoffe noch bekommt. Jetzt aber mal erst nach Hause. Ich glaube, ich brauche einen Schnaps. Strom ist drauf. Ja, das ist so ein Gerät, was man am Schlüsselbund oder in der Tasche hat. Diana hat das Ding normalerweise immer in der Tasche. Und wenn die am Weidezaun vorbeigeht, dann piepst es. Wie ihr gerade unschwer hören könnt. Strom ist drauf. Aber hier scheint es ja noch zu schmecken, Mädels, was? Da vorne habe ich 3 Siloballen hingeschmissen. Von diesen kleinen Rundballen, habe ich ja vorhin erzählt. Da sind sie auch schon am Mümmeln. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alle da. Ja, die haben jetzt ein paar Tage Gras. Vorne in der Futterraufe ist Heu. Ach ja, wat ein Tag. Und wir hatten uns fürs neue Jahr vorgenommen, wir lassen uns nicht mehr fremdsteuern. Wir machen den Tag so, wie wir das wollen. Ja, und dann kam heute Morgen die Nachricht, du, ihr müsst eure Rinder anders halten. Naja, und das haben wir dann jetzt heute umgesetzt, weil auf der einen Seite sicherlich nicht unberechtigt, wenn man als Außenstehender da drauf guckt und sagt, wie sieht das denn hier aus? Für uns ist das nichts Neues, weil die Rinder die Wiese über den Winter immer so hinrichten, sage ich jetzt mal. Da ist nie was drauf. Also ich glaube, in 14 Tagen gucken wir uns die Fläche hier an und die sieht nicht anders aus als das, was wir jetzt vorne haben. Der Vorteil hier ist, dass wir jetzt vorm Unterstand, den seht ihr jetzt im Hintergrund, da vom Unterstand die betonierte Fläche haben. Da kommt die Raufe auch hin, sodass wir dann die Tiere auch bei extrem schlechtem Wetter wirklich auf einer befestigten Fläche stehen haben zum Fressen. Und sie können, wenn sie wollen, in den Unterstand. Ich bin mal ganz gespannt, wenn der schön eingestreut ist, wie sich die Rinder jetzt da verhalten. Wir hatten ja schon öfter mal das Thema Unterstand und immer wieder hat man den konsequent ignoriert und wollte da nichts von wissen. Und von daher, ja, schauen wir jetzt mal, wie sich das über diesen Winter ergibt. Hier vorne steht die Annabelle. Also sind alle da, scheinen alle glücklich und zufrieden zu sein und die Aufregung vom Abhauen hat sich beruhigt. Ja, das war's aber. Ich habe jetzt heute viel gequatscht und wenig gezeigt. Jetzt nochmal ein schneller Blick auf die Rinder und auf die zufriedene Bande hier. Ach so, da vorne ist ja noch ein Zaun. Den wollte ich ja noch prüfen, ob hier auch überall Strom drauf ist. Nicht, dass sich noch einer beschwert. Unsere Rinder hätten keinen Strom. Haben sie? Tüt, tüt. So, ein letzter Blick. Das war's dann auch mit diesem Video. War zwar so nicht geplant, aber am Ende unverhofft kommt oft. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wie man Rinder nicht umtreiben sollte. Ich meine, ist ja nichts passiert. Die Fläche, die da angrenzt, ist riesengroß. Und von daher haben wir sie jetzt alle zu Hause. Alle sind da, wo sie sein sollen. Wir sind happy. Ich hole jetzt noch die Wasserfässer vorne aus der Wiese. Mach hier nochmal Wasser hin und dann sind wir für heute auch mit dem Thema Rinder durch. War ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich die Schweine ausmisten, die Esel ausmisten. Die Esel sollten bei dem schönen Wetter nach draußen. Das hat alles mal nicht funktioniert. Ich hoffe, dass wir morgen nochmal so ein Traumwetter haben wie heute. Dann können die Esel morgen raus und wir können dann im Stall mal aufräumen. Das wird nämlich auch höchste Zeit. Bei den Schweinen sieht es aus wie Schwein oder bei den Schweinen sieht es aus wie Sau. So, und das war's dann für heute. Ich sage an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für über 60 neue Abos in den letzten 28 Tagen. Ich bin verrückt, bin bald verrückt geworden. Wir sind kurz vor den 1500. Mega. Also herzlich willkommen allen Neuen. Und vielen Dank fürs Treusein allen, die uns schon länger folgen. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Auf bald. Tschüss.